In diesem Part, beziehungsweise das ist ja jetzt eigentlich schon der nächste, aber ist ja egal. Bla bla bla. Ja, gut. Lol, was ist los? So, ach so, ach ja, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Naja, wurscht, egal. Jetzt machen wir erstmal die Vervierfachung. Und zwar fangen wir damit an, und zwar mit Mechanismen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich habe bei Mechanismen hier die ganzen Tanks alle rausgenommen, disabled in der Config. Weil, wie gesagt, das dauert halt extremst lange mit die alle laden. Da haben selbst die richtige extrem High-End-Rechner Probleme mit. Die ganzen Flüssigkeiten und das alles zu laden, deswegen halt der einfach disabled und ja, siehe da, klappt wunderbar. Die ganzen Tanks brauchst du eh nicht. Es gibt noch wesentlich bessere und andere Tanks. Laser Traktor Beam, what? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber egal, wir wollen jetzt die Vervierfachung machen. What the hell? Gut, egal. Vervierfachung. Und zwar, oh. Ja, jetzt müssen wir uns mal ganz schnell hier irgendwo. Oh, hier, oh lol, 800 Uhr. Uranium? Verbrennt der das nicht? Fragezeichen? Oh, warum? Habe ich kein Uranium eingestellt? Da. Pff, so, mal kurz gucken. Nö, hier ist kein Uranium bei drin. Hier ist der Dingerling Out in, Output. Warum zum Henker habe ich da kein Uranium drin? Hier ist Yellowium. Ja, na gut. Egal, dann machen wir das vielleicht irgendwann mal per Hand oder irgendwas. So, jedenfalls brauchen wir mal ein Ohr. Da können wir auch Uranium nehmen, weil das funktioniert ja auch. Einfach mal eh, damit wir wissen, welche Maschinen wir brauchen. Und zwar einfach Usages. Hey, Usages. Gut, zack. So, haben wir denn? So, hier ist die Verdopplung, die Verdreifachung und die Vervierfachung. Dafür brauchen wir auf jeden Fall schon mal eine Injection Chamber. Die können wir uns ja schon mal bauen. Als erstes. Das wird zwar das letzte sein, was wir brauchen, aber das bauen wir als erstes. Und zwar Mechanism. Injection Chamber. Wo haben wir sie denn? Smeltery, Enriching, Crushing, Compressing, Combining, Purifying, Injection. Da ist er. Und zwar brauchen wir erstmal das Ding da. What? Das ist jetzt, wie man sieht, schon ein bisschen aufwendig. Injection, immer das Ding da. Purifying, Enrich. Holy moly. Wir haben keinen Stil. Okay. Mach mal 50. Hau mal rein. Das macht erstmal die Kohle clean, wie das aussieht. Oder auch nicht. Oder doch. Okay, das kann jetzt ein Momentchen dauern, wie es aussieht. Gut, dann müssen wir da halt mal kurz warten. Mechanism. Die da. So, brauchen wir das da. Dann brauchen wir den da. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr von den Alloys. Alloy. Ja, ein paar haben wir noch. Das sollte nicht so das Problem sein. Zurück. So. Gut, Steel Casing haben wir. Ist ja schon mal ein Anfang. Das geht auch noch. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir den da. Mit den erweiterten Z LOL. Chamber? Da. Usages. Wie war das mit den erweiterten Circuit? Ach, nicht die da. Die da will ich. Und zwar zwei Sonne und zwei Advanced Circuit. Habe ich das schon drin eingespeichert? Ich glaube, das müsste schon drin sein. Circuit. Ne, das sind nur die normalen. Okay. Wieder Nacht, aber das ist Wurst.
und zwar 1, 2 und den da ergibt den da. So, warte mal, die waren mit Redstone und Eisen und die waren mit Redstone und Osmium, okay. Dafür werden wir noch ein paar Stück, machen wir eben 10 Stück. Ja, yeah. Oh Gott. Jetzt hat da irgendwie geflackt, so. Jetzt haben wir schon mal die Purification Chamber. Die macht jetzt nur ein Item. Also in Erz tut die nur clean machen. Jetzt müssen wir sie erweitern. Beziehungsweise erstmal machen wir hier Redstone. Stick. Osmium. Ein Halm und Iron nochmal einen Halm. Dass wir die nochmal durchjagen. Stimmt, das hatte ich ja noch die automatisierte Teil hier. Ist da noch mal drinnen? Nö, passt. So, hier komm, mach mal. Ja, mach mal den da. Mit Mayumi. Wie viele Upgrades hatten der drin? Speed? 4? What? Kann nicht sein. Da sind sie. Ja, da haben wir wieder keine. Ach, wisst ihr was? Egal. So, und zwar Usages. Jetzt brauchen wir die da. Was ist denn das? Chemical. Das war glaube ich für die Verfünffachung dann später. Ja gut, dann bauen wir erstmal die da zusammen. So, jetzt können wir schon drei Items gleichzeitig schmelzen bzw. verarbeiten. Jetzt brauchen wir das ganze Geschehen hier. Haben wir so, lol, haben wir alles da. Ja, das ging ein bisschen fix. Jetzt sind es schon 5 und dann machen wir gleich mal das ganze nochmal einen hoch. Dann sind wir bei 7. Und wie man sieht, haben wir eine Stamme. Okay, Elite Circuits, die macht man. Okay, Reinforced, die macht man aus Diamonds und. Oh, warte mal, Moment. Dafür brauche ich ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Also brauche ich Dias. 393 haben wir noch. Na, so 8 Stück. Machen wir mal kurz clean. Alloys brauche ich auch. Achso, die kriege ich ja unten raus. Zack. Ja, jetzt muss ich aber erstmal warten, bis das Redstone raus ist. So, komm, mach mal da. Pulverizer, du sollst mal nicht outputten. Sondern mir nur Diamantenstaub geben. Danke. Gut, dann müssen wir hier kurz warten, bis das so ein bisschen durchgearbeitet ist. Dann brauchen wir nochmal 8 Stück. Davon. Der Rest kann schon mal da drin wieder. Das zum Beispiel. Das war's ja. Das behalte ich mal doch noch. Gucken hier. Jo, sieht ganz cool aus. Ja. Vielleicht kann man sich da auch noch ein schönes Baumhaus drin bauen oder irgendwas. Muss man mal gucken. Achso, ich wollte ja nach unten. Wie weit ist er? Ja, ein bisschen was hat er schon zusammengebaut. Bisschen dauert es noch. Ey. Fahrstuhl will nicht. Gut, wir warten jetzt noch kurz ab, eins nach anderen, bevor ich den anderen wieder vergesse. Und dann, ja, so ist es halt öfter mal. Ach komm, hier einfach mal schlafen. Nein, was soll das? Ist ja egal. So, zack. Bist du fertig? Ach, noch nicht. Hier werde ich glaube oben mal bei der Speed Upgrades drin hauen. Bloß das Problem ist, der 200F verbraucht er jetzt erst nur. Das geht ja noch. Also oft brauchen wir die Maschine nicht, aber naja. Wenn wir sie mal brauchen, dann. Gut, jetzt hat er fertig. Mach mal die da drin und. Oh, jag die mal kurz durch, weil die brauche ich. Das da wieder hin, das brauchen wir dann nur noch. Und da wird es dann auch richtig tricky. Müssen wir gucken. Ach ja, ich wollte ja mal wegen Solarpanel gucken. Solar. Wir haben ja das Resonant. Das ist ja das, was wir haben. Eins haben wir, also wenn ich jetzt nochmal 7 Stück davon bauen würde. Habe ich irgendwas schon mal nicht da.
Lapis sieht man schon 3500, also ist der ganze Lapis weg. 7000 Redstone. Also, ach ja. Ne? Also wir haben, wie es aussieht, alles da. Dafür hätten wir. Aber der braucht 270.000 Speicher. Und wir haben nur 64 jeweils. Das bedeutet, ich müsste die auch bald mal vergrößern. Mache ich 5? Eigentlich könnte man 5, also hier hinter immer dann nochmal so ein Vierer und achso, das passt ja hier dann wieder nicht. Müsste ich sie noch einen weiter aus den Raum noch weiter verlängern, einen weiter auseinander und dann dahinter mal so ein Vierer-Block. So wieder dann. Ja doch, das könnte ich machen. Dann bräuchte ich. Oh lol, dann bräuchte ich eigentlich nur Vierer erstmal. Also eigentlich bräuchte ich erstmal nur Vierer. Damit ich das machen kann. Mal gucken, ob wir für die Vierer alles da haben. 64k. Ist doch schon wieder 750 Redstone. Ist unfassbar. Ja, komm, dann mach die mal. So, hast du was zu tun. Okay, Usages. Dann brauchen wir Recipes und dann brauchen wir die da. Zweimal und dann können wir hier die Usages und zack. Dann haben wir den Elite Purifying Factory, die was neune gleichzeitig macht. Ja doch, müssen, oder? 3, 5, 7. Jetzt bin ich verwirrt. Naja, egal. Sehen wir ja dann. So, weiter geht's. Usages. 2-fachung, 4-fachung. Hier ist dann die Verfünffachung, da wird es dann flüssig. Hier, aus dem Flüssigen macht er dann andere und das ist ja dann. Das dauert dann noch eine Weile. Hydrogen Chloride brauchen wir jetzt. So, die Sache ist, jetzt brauchen wir den Chemical Infuser, dann brauchen wir Hydrogen und da brauchen wir Chloride. Hydrogen ist kein Problem. Liquid, achso, ne, das war Hydrogen. Das Hydrogen ist kein Problem, da kriegt man auch so einen Electrolytic Separator, die wir schon haben. Also wir brauchen halt nur das Oxygen, das haben wir ja disabled. Da kriegen wir das her. Das Problem wird halt, wie gesagt, das Chlorine. Und um das zu kriegen. Lol. Ach doch, hier, wart. Du brauchst ein Elektro. Wieder so ein Teil. Aber anstatt mit Wasser gefüllt, mit Brine. Da kann man halt zwischen Sodium und Chlorine entscheiden. Das kann ich auch mit gar keine Textur ist. Naja. Das Brine ist wieder so eine Sache. Dafür brauchen wir so einen Solarcontroller. Der macht aus Wasser und Sonnenenergie und so weiter, macht der Brine. Und es kommt dann drauf an, wo der steht. Also wie gesagt, der braucht dann Sonnenenergie und Wasser und aus dem macht er dann Zeuges. Das Brine, aber das kommt drauf an, in welchem Biom man ist. Von je nach Biom ist das dann unterschiedlich, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, den ich euch dann zeigen werde, wenn es soweit ist. Den ihr machen könnt. Zeigt wieder vergessen. Wollte ich ihn jetzt. Ach ja, Mechanism. Gehen wir das mal da ein. Und zwar brauchen wir so ein Controller. Wie man sieht, die sind auch schon ziemlich aufwendig. Steel Casing brauchen wir 2 Stück von. Oh Leute, ich hätte 3 gemacht. Naja, egal. Brauchen wir bestimmt schon nochmal irgendwo. Was fehlt denn da jetzt? Ach, ein Kupferblock. Der sollte ja nicht das Problem sein. So, dann haben wir den da schon mal. Den stellen wir da hin. Ja, die Räusche mit dem Soundpack sind OP. Mechanism. Dann brauchen wir Value. Das ist Dynamic Value. What? Wie jetzt? Refine. Mach mir mal eben nochmal 200, ne?
Ach, der gibt immer gleich 4. Oh, oh, egal. Haben wir hier noch draus. Mechanism. Wie viel brauchen wir von dem? Wir brauchen 2. Okay, das haben wir nicht. Rest haben wir. Das ergibt 2, das passt. Das ergibt nur 1. Wow. Hab's ja voll gebracht. Ja, nicht mal mehr ein Bucket. Dein Ernst? Mach mal ein paar Buckets hier. So, zack, zack, zack. Kriegen wir den raus. Kriegen wir das raus. Davon brauchen wir halt das. Ach ja, wieder der wieder. So, Craften an sich ist schon eine schöne Sache. Okay, jetzt haben wir. Oh, das ist ja. Wasser-Input. Und Brine-Output. Ja, doch, das reicht. Genau. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war. Weil ich glaube, in meiner anderen Welt, da hatte ich glaube 2 so eine Säulen zu stehen. Bin ich der Meinung. Na gut, egal. Dann brauchen wir noch mal jede Menge von den Blöcken. Das heißt, wir brauchen jede Menge Tanks und jede Menge Buckets. Machen wir noch mal ein paar hier. Wenn wir jetzt zu viel Buckets oder zu viel Zeug von dem haben, ist ja auch wurscht. Vielleicht brauchen wir dann bei der Verfünffachung spätestens, glaube ich, oder wenn wir dann die Maschine aufbauen mit Upgrades, dann brauchen wir das. Für eventuell sogar noch eine zweite. Das sind jetzt 48 Blöcke. Ich mach mal doch noch mal ein paar. Ich meine, man weiß ja nie. Mach mal noch mal. So, jetzt reicht's. Hoffentlich. So, okay. Reden wir mit dir. So, dann haben wir ein Stack. Und dann sollte das hoffentlich reichen. Okay, dann brauchen wir noch. Nochmal ein Bucket auf jeden Fall. Wie viele Buckets wir hier einfach brauchen, das ist ja unnormal. Dann brauchen wir Transfer Nodes. Die da jede Menge. Items, Liquids. So, dann brauche ich nochmal. Kein Redstone Block da. So was muss man noch haben. So, zack, da haben wir die Bäder. Dann brauchen wir noch die Upgrades davon. 2-mal die. Wobei, nein, nicht 2-mal. Mach mal 10-mal. Und die da auch 20-mal. Ihr werdet gleich sehen, warum wir so viel davon brauchen. Okay, die haben wir. Dann. Glaubt mir, ihr braucht Torcherino. Ohne Torcherino wird es extrem schwer. Und zwar wird die normale Torcherino nicht reichen. Ich werde mir dafür mal ein Rezept machen. Oder habe ich dafür schon einen? Ne, hätte ich ja gerade sonst gesehen. Mache ich mir mal dafür ein Rezept.